Heute stelle ich euch die soziokulturelle Entwicklungstheorie des russischen Psychologen Lew Vygotsky vor. Der klassische Entwicklungstheoretiker, an dem wohl die meisten von euch nicht vorbeigekommen sind, ist ja Piaget. Vygotsky ist im Vergleich zu ihm wohl eher unterrepräsentiert. Also er wird weit weniger oft behandelt als sein Kollege. Das ist ziemlich schade, weil sich die beiden durch ihre unterschiedlichen Perspektiven nämlich ganz wunderbar ergänzen. Während bei Piaget eher Reifungsfaktoren betont werden, stellt Vygotsky die Umweltkomponenten in den Mittelpunkt. Wie das genau aussieht, das erfahrt ihr jetzt. Vygotsky wurde Ende des 19. Jahrhunderts in Orscha geboren und er starb 1934 in Moskau. Gemeinsam mit seinen Kollegen entwickelte er die Theorie der soziokulturellen oder kulturell-historischen Entwicklung und gilt als einer der einflussreichsten Psychologen seiner Zeit. Um den hohen Stellenwert, den Vygotsky damals, aber auch auf folgende Entwicklungstheorien hatte, nachvollziehen zu können, möchte ich mal kurz Jerome Bruner zitieren. Bruner war ein US-amerikanischer Psychologe des 20. Jahrhunderts und er gilt als einer der Initiatoren der kognitiven Wende in der Psychologie. Also auch eine sehr bedeutende Persönlichkeit seines Fachbereichs. Und er schreibt: "Miracle that we should have had three such titans in a generation." Und mit den drei Titanen meint er Freud, Piaget und Vygotsky. Vygotsky und Piaget sind sogar im selben Jahr, nämlich 1896, geboren. Allerdings kam Vygotsky aus Russland und Piaget bekanntermaßen aus der Schweiz. Und so haben sich die beiden, obwohl sie beide zum selben Gegenstandsbereich Theorien gebildet haben, nie gesehen. Und vermutlich haben sie auch lange nichts voneinander gehört. Erst 1932 wurde Piagets Werk Denken und Sprechen des Kindes ins Russische übersetzt und das war 2 Jahre vor dem Tod Vygotskys. Okay, jetzt aber genug Geschichte, wir werfen nämlich jetzt endlich einen Blick auf Vygotskys soziokulturelle Theorie. Psychologie beschäftigt sich ja mit dem Erleben und dem Verhalten von Menschen. Die soziokulturelle Theorie geht jetzt davon aus, dass wir, wenn wir dieses Erleben und Verhalten erklären oder verstehen wollen, den sozialen und kulturellen Kontext in unsere Überlegungen mit einbeziehen müssen. Warum diese beiden Faktoren für Vygotsky so wichtig sind, wird klar, wenn man sich seine Vorstellung der menschlichen Entwicklung vor Augen führt. Er geht davon aus, dass für die Entwicklung 2 Funktionen maßgeblich sind. Zum einen nennt er die biologischen Funktionen, die jeder Mensch von Geburt an mitbringt. Also hier geht es um Aspekte wie Wachstum und Reifung oder auch ganz grundlegend die Lebenstätigkeit des Organismus an sich. Er bezeichnet diese Funktion im Übrigen nicht einfach nur als biologisch, sondern als niedere biologische Funktion. Da lässt sich jetzt natürlich schon rein interpretieren, dass die Biologie in seiner Theorie nur eine untergeordnete Rolle spielt. Viel wichtiger scheinen für ihn die soziokulturell vermittelten Funktionen zu sein, die er als die höheren Funktionen bezeichnet. Diese Funktionen, die reifen nicht in uns heran, sondern sie werden durch die Gesellschaft vermittelt. Ich erkläre das kurz etwas ausführlicher. Innerhalb der Gesellschaft existiert eine bestimmte Art und Weise, sich zu verhalten und zu denken. Und diese Verhaltens- und Denkweisen werden vom Individuum als eigene übernommen und verinnerlicht. Das Werkzeug, mit dem die Übertragung von dieser sozialen auf die psychologische Ebene gelingt, ist, das liegt vermutlich auf der Hand, die Interaktion zwischen Menschen. Ganz kurz zum Verständnis. Wenn ihr in einem anderen Land oder in einer anderen Zeit geboren worden wärt, dann wären eure Verhaltens- und Denkweisen ganz andere. Euch wären andere Werte und Normen vermittelt worden. Eure Auffassungen darüber, was richtig und was falsch ist, was wichtig und was unwichtig ist, wären ganz andere. Jetzt wisst ihr, wie sich die höheren psychischen Funktionen in Form von unterschiedlichen Denk- und Verhaltensweisen ausdrücken. Damit sind wir jetzt aber schon einen Schritt zu weit gegangen. Wir wissen nämlich noch gar nicht, was eigentlich die Kennzeichen der höheren psychischen Funktionen sind. Vygotsky spricht hier von 2 übergeordneten zentralen Aspekten, nämlich einmal dem Bewusstwerden und zum anderen der Beherrschung. Mit dem Bewusstwerden meint Vygotsky nicht einfach nur die Fähigkeit, Reize der Umwelt zu erkennen und irgendwie zu verarbeiten, sondern vielmehr die Fähigkeit zu erkennen, dass wir über die Fähigkeit, Dinge wahrzunehmen und zu verarbeiten, verfügen. Er meint hier also Eigenschaften wie das Denken, das Planen oder das Antizipieren. Für das Antizipieren habe ich irgendwie kein gescheites Bild gefunden. Antizipieren heißt ja, dass man vorausschauen kann, dass etwas eintritt. Insofern passt das Bild von Geburt und Tod, der ja jedem sicher ist, schon irgendwie.
Aber ich mache mal weiter. Das zweite Kennzeichen, die Beherrschung, bezieht sich auf kulturelle Werkzeuge wie Sprache, Schrift, Rechnen oder auch Malen, die eben beherrscht werden müssen. Für Vygotsky sind diese Werkzeuge nämlich Voraussetzung dafür, dass dem Menschen ein Bewusstwerden überhaupt gelingen kann. Verkürzt zusammengefasst ist nach der soziokulturellen Entwicklungstheorie also das Sprechen die Grundlage für das Denken. Wenn man sich das Bewusstwerden als Kennzeichen höherer psychischer Prozesse so vor Augen führt, dann könnte man den Eindruck gewinnen, die Psyche des Menschen scheint für Vygotsky so zu funktionieren wie eine Art Stromschalter. Wenn ich keine kulturellen Werkzeuge beherrsche, dann kann mir auch nichts bewusst werden. Also der Schalter ist aus. Und wenn ich so beherrsche, ist der Schalter an und der Bewusstheitsstrom, wenn man so will, fließt. Das klingt jetzt natürlich ziemlich linear, bedeutet hier aber nicht, dass wir uns das menschliche Bewusstsein nach Vygotsky wie eine Konstante vorstellen dürfen. Dass die Psyche im Laufe der Entwicklung qualitative Veränderungen erfährt, haben einige Kollegen von Vygotsky in einer interessanten Untersuchung herausgefunden. Sie haben sich die Frage gestellt, was wohl auf einer psychischen Ebene mit Kindern aus einem bildungsfernen Land passiert, wenn sie beschult werden. Also wir nehmen diese Kinder und vermitteln ihnen theoretisches Wissen und bringen ihnen Lesen, Schreiben und Rechnen bei. Nach der Theorie Vygotskys haben wir bei den einzelnen Individuen nicht nur einen Wissenszuwachs, also nicht nur eine quantitative Veränderung, sondern viel wichtiger auch eine qualitative. Denn ihr erinnert euch, Beherrschung führt zu Bewusstwerdung. Die Kinder wissen, nachdem sie beschult worden sind, nicht nur mehr, sondern es verändert sich die Art und Weise, wie sie denken können. Durch die Bildung erhalten die Kinder ganz andere Zugänge, um ihre Umwelt wahrzunehmen und zu verstehen. Wenn ich mich mit irgendeiner Theorie beschäftige, dann überlege ich natürlich immer auch, an welcher Stelle stimme ich dem Autor zu oder wo finde ich die Theorie vielleicht ein bisschen unstimmig. Man beurteilt sowas ja immer danach, was man schon weiß. Bei Vygotsky hat mich gewundert, dass er das Bewusstwerden als Teil der höheren Funktionen ansieht. Das bedeutet ja, die Fähigkeit, dass ich über mich und meine Umwelt nachdenken kann, die entwickelt sich nicht einfach irgendwann, sondern wird kulturell vermittelt. Ich war mir da nicht so ganz sicher, ob ich dem zustimmen kann und beim Nachdenken bin ich da auf ein Gedankenexperiment gekommen. Denk mal an das Dschungelbuch. Wir haben da ein Kind, das von frühester Kindheit an fernab von jeder menschlichen Kultur von Wölfen aufgezogen wird. Wichtig ist jetzt, dass wir davon ausgehen, dass Wölfe sich selbst nicht bewusst sind und nicht logisch denken können, sonst funktioniert das Experiment nämlich nicht ganz. Das Kind wird also Teil des Rudels und wächst gemeinsam mit anderen Wölfen auf. Es passt sich an, indem es die Verhaltensweisen der Wölfe übernimmt. Es lernt mit Sicherheit auch irgendwelche Laute, die unterschiedliche Bedeutungen haben, um mit den Wölfen zu kommunizieren. Aber das ist weit entfernt von dem, was wir unter der Symbolfunktion Sprache verstehen. Jetzt ist Sprache für Vygotsky aber die Grundlage für das Denken. Ergo, wenn ich nicht sprechen kann, kann ich nicht denken. Jetzt nehmen wir mal an, das Kind ist 9 Jahre alt und mit seiner Familie an der Wasserstelle. Das Wasser ist ganz klar und das Kind sieht sein eigenes Spiegelbild an der Oberfläche. Denkt ihr, das Kind ist sich seiner selbst bewusst und erkennt, dass es selbst die Person ist, die man im Wasser sieht? Ich spiele hier im Prinzip auf den Rouge-Test an, den findet ihr bestimmt im Internet, wenn euch der interessiert. Auf jeden Fall, wenn sich das Kind erkennen würde, würde das der Theorie von Vygotsky widersprechen. Ich habe noch ein anderes Beispiel, bei dem es um das logische Denken geht. Mal angenommen, die Wölfe haben durch Zufall gelernt, dass es angenehm ist, nach dem Fressen auf Tannenzapfen rumzukauen, weil sich dadurch nämlich irgendwelche Fleischreste zwischen den Zähnen der Wölfe lösen. Das ist denen natürlich nicht bewusst. Unser Menschenkind hat sich das Verhalten abgeschaut und macht es mit demselben Erfolg genauso. Eines Tages ist das Rudel also wieder dabei, auf Tannentapfen rumzukauen und das Kind entdeckt einen dünnen, stabilen Stock, also eine Art Zahnstocher. Meint ihr, es käme allein durch Nachdenken, nicht durch zufälliges Ausprobieren, auf die Idee, diesen wesentlich geeigneteren Stock anstelle des Tannenzapfens zu benutzen? Hier auch wieder, wäre dem so, könnte das Kind auch ohne die Beherrschung komplexer Zeichensysteme logisch denken. Und das würde der Theorie Vygotskys widersprechen. Was denkt ihr? Unterschätzt er unsere angeborenen Potenziale, die sich auch unabhängig von einer kulturellen Umwelt entwickeln können? Oder hat er doch recht mit dem, was er sagt? Interessant wäre jetzt natürlich noch zu wissen, wie sich dieser Lernprozess bzw. die psychische Entwicklung des Kindes überhaupt vollzieht.
Hierzu haben Schüler von Vygotsky nach seinen Vorstellungen ein komplettes sozialpädagogisches Konzept zusammengeschustert. Tools of the Mind nennt sich das. Wenn ihr euch ein Bild davon machen wollt, wie die praktische Umsetzung der soziokulturellen Entwicklungstheorie aussieht, dann werft da auf jeden Fall mal einen Blick rein. Da erfahrt ihr zum Beispiel, was Denkwerkzeuge sind und wie Kinder durch die Zone der nächsten Entwicklung geführt werden können. Aber bevor ihr das tut, hört euch auf jeden Fall noch die Zusammenfassung von diesem Video an. Die soziokulturelle Entwicklungstheorie geht davon aus, dass wir Erleben und Verhalten von Menschen nur dann verstehen können, wenn wir den sozialen und kulturellen Kontext berücksichtigen, in dem sie leben. Mit Blick auf die Entwicklung von Menschen spielen für Vygotsky zwei Funktionen eine Rolle. Zum einen die biologischen, die er als Grundlage ansieht, und die soziokulturellen, die gesellschaftlich historisch gewachsen sind. Die soziokulturellen Funktionen werden von einer sozialen, gesellschaftlichen Ebene auf eine psychisch-individuelle übertragen. Als Werkzeug für die Übertragung haben wir die zwischenmenschliche Interaktion identifiziert. Übertragung klingt jetzt so, als wäre das Individuum selbst an diesem Prozess nicht beteiligt. Dem würde Vygotsky aber widersprechen. Zwischenmenschliche Interaktion macht ganz klar deutlich, dass derjenige, der sich Verhaltens- und Denkweisen der Gesellschaft aneignet, nicht passiv, sondern aktiv ist. Außerdem haben wir gehört, dass Vygotsky bei den höheren psychischen Funktionen zwischen Beherrschung, also dem Beherrschen von Symbolsystemen und dem Bewusstwerden, zum Beispiel dem Selbstbewusstsein oder auch dem logischen Denken, unterscheidet. Dass wir Symbolsysteme wie die Sprache oder auch das Schreiben beherrschen, ist für Vygotsky die Voraussetzung dafür, dass ein Bewusstwerden überhaupt gelingen kann. Damit sind wir durch. Ich bedanke mich fürs Dranbleiben. Wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt es. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann abonniert den Kanal bzw. klickt oben in die Infobox. Da geht's dann weiter mit dem Konzept der Denkwerkzeuge nach Vygotsky.